haben müssen, ganz genau. So, Nick jetzt noch mal einmal auf den Zirkel geritten und dann einmal vorwärts reiten. Auch hier muss man sehen können, dass es eine Rahmenerweiterung gibt. So, und der Dreitakt bleibt, ganz genau. Sehr gut, Nick. Und jetzt holst du den zurück, versammelst etwas. So, ganz ruhig, so, gut. Etwas tiefer stellen. Je höher die Versammlung, desto mehr muss der Hals vor dem Widerrist fallen. Das ist so wichtig. Nicht das Genick muss fallen, das ist zwangsläufig dann auch das Resultat. Aber tiefer stellen, so, und loslassen. Genau, nicht zwanghaft. Aggressives Reiten muss völlig ausgeschlossen sein. Auch wenn ein Pferd aufmüpfig wird, Hengst oder so, lassen Sie es nie zu, dass Sie aggressiv werden. Holen Sie tief Luft, stellen Sie das Pferd in den Stall, longieren Sie es ab oder lassen Sie es ablaufen, was auch immer. Aber lassen Sie niemals dem Pferd aggressives Arbeiten zu. Niemals. So ist gut. Und durch Parieren zum Schritt. Kürzer werden, kürzer werden, kürzer werden, kürzer werden, kürzer werden. So, langsam. So, jetzt angaloppieren nochmal. Zurücknehmen. Erst Versammlung, Nick. Zurück, so. Und dann ruhig angaloppieren. So, warten, gut, sehr gut. Genau das wollen wir haben. Nochmal durchparieren zum Schritt. So, ruhig. Haben Sie gesehen, wie er im Moment so das Hinterbein drunter gelegt hat? So, und dann galoppierst du gleich links an. Ganz ruhig. So, warten. So, gut, sehr gut. Okay. So, und jetzt machst du mal einen Außengalopp, durch die halbe Bahn wechseln, aber eine lange Linie, abwenden, abwenden, abwenden. Auch da darf man es einem jungen Pferd nicht so schwer machen. Ruhig, so ganz ruhig weiter. Keine Angst zu haben, dranbleiben, zurücknehmen. So, ganz genau. Okay, gut so, ja, etwas rund halten, jawohl. Gut, weiter, 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 so, loslassen, loslassen, so, genau. Und dann nochmal wieder einfachen Galoppwechsel. Langsam, 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 langsam. So. Jetzt haben Sie gesehen, er hat so ein bisschen zugelegt. Dann darf man den Wechsel nicht machen. Das Pferd muss erstmal bereit sein, die neue Lektion anzunehmen. Das heißt, wenn das Pferd mehr nach vorne will, dann heißt es, ich als Pferd will mehr Gleichgewicht haben. Du hast mich so ein bisschen aus der Balance gebracht, also versuche ich über das Vorwärts mein Gleichgewicht zu erlangen. So, jetzt machen wir das mal gleich hier. So, Handwechsel, komm, rechts rum, rechts rum. Dem jungen Pferd es nicht so schwer machen. Wieder Außengalopp. So, ist gut. Halt ihn aber schön zusammen. Ruhe, ruhig und loslassen. Und weg die Hand, ganz genau. Dann wird sofort der Galopp runder, ruhiger. So, genau. Okay, gut so. So, weiter. Jetzt nimmst du noch ein bisschen mehr auf zum einfachen Galoppwechsel. So, ist gut. Und, ja, komm. Gut, okay. So, gut, immer ein bisschen vorwärts reiten. Jetzt lässt du ihn einfach mal laufen, überprüfen, ob er auch wirklich nach vorwärts geht. Aber bleib hier in der Halle. So, komm. Vorwärts. Na, das war gutes Arbeitstempo, Nick. Wir wissen, dass er mehr kann. Lass ihn mal laufen. Auch das muss das Pferd mal. So, jetzt mal vorwärts, komm. So, besser. Holger Hetze würde sagen, das war guter Mittelgalopp. So, und ruhig nochmal gehen lassen. So, lass ihn nochmal laufen. Komm, komm, gib Gas. So, so, jawohl. Okay, gut so. Und durchparieren zum T-Rab. Langsam. Gut, alles muss bleiben, alles muss im Genick bleiben. Handwechsel. Das Genick muss immer schön da sein. Es muss eine saubere Anlehnung haben. So, ganz genau. Jetzt forderst du nochmal und jetzt legst du auch im Trab nochmal zu. So, so. Auch da braucht es eine Vorbereitung. Erstmal langsam, sodass der Rhythmus erhalten bleibt. So, du brauchst gar nicht mehr. Du brauchst nicht das Übertriebene zu sein. Zu zeigen. Aber wir wollen die Trabverstärkung von Punkt zu Punkt sehen. Nochmal vorwärts. Einfach gehen lassen, Nick. Ja, komm. So. Okay. So, weiter. So. So, ja. Okay.
Jetzt bleibst du an der langen Seite, nochmal vorwärts, so, musst du vorwärts, so, komm. Jetzt gehst du mit der Hand mit, lässt mal ein bisschen Rahmenerweiterung, einfach mitgehen, so, genau. Und weiter durchhalten bis nach hinten. So. Und wenn er dann mit diesem Trab zum Bundeschampionat geht, nö, da geben sie dann vielleicht eine 6 oder so. Das ist traurig. Selten sehen wir Pferde mit so einer Losgelassenheit und mit so einer ehrlichen und wunderschönen Anlehnung. So, Nick, jetzt lässt sie mal einfach mal lang. So, leicht traben. So, und es ist ein leichtes, dieses Pferd nun jetzt in eine große Trabarbeit hineinzubringen. Das ist ein leichtes, das haben Sie jetzt gesehen, wie er das annimmt, sobald man ihn etwas fordert. Aber dazu hat es ja noch Zeit. Mit diesen Grundgangarten, mit jeder Grundgangart muss man haushalten. Aber man muss die Bereitschaft erarbeiten, damit wir später Piaf, Passage, Fliehende Wechsel, eine gute Galoppade, Pirouetten reiten können. Das ist sehr, sehr wichtig. So, mal durchparieren zum Schritt. So, sehr gut. Und loslassen und loben. Sehen Sie mal, durch die Arbeit, viele Pferde fangen dann erstmal an zu tackeln. Aber hier stimmt das Vertrauen zur Reiterhand, hier stimmt wirklich das Vertrauen zur Umgebung. Und ich sehe hier die Skala der Ausbildung bei diesem Pferd tatsächlich gut erfüllt. Gibt es eine andere Meinung? Vorsicht, 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 Vorsicht. Hier der Kleine, der ist erst 7. Lass uns doch nachher klatschen, wenn wir den... Ich bin immer sehr begeistert. Ich sehe dieses Pferd ja auch jeden Tag mit ihm. Und als er 3-jährig war, hat er erstmal gezeigt, was er alles so kann. Schön auf die Hinterbeine stehen und loslaufen, nicht stehen wollen. Und also die Geschichten, die wir auch tatsächlich von einem jungen Pferd mal erwarten dürfen und können. Kein Problem, aber die Zeit, die rettet uns. Nur wenn wir keine Zeit haben, dann sollten wir uns auch nicht mit der Ausbildung eines Pferdes beschäftigen. Dann sollen es die machen, die wirklich Zeit haben. Und das haben wir mit diesem Hengst sehr wohl gemacht. Also dieser Hengst ist gekürt, Rock Forever hat sich für das Bundeschampionat qualifiziert und für Luxemburg für die Weltmeisterschaft der 5-jährigen Pferde. Und ich finde, dieses Pferd hat das verdient. Und so wollen wir sehen, dass wir den auch dann so in den Stall bringen. Nick, herzlichen Dank, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Sollen wir noch ruhig bleiben? Okay, warten wir einen Moment. Nick, du bleibst jetzt noch ein bisschen drin, lässt den auch ruhig mal hier stehen und lässt ihn mal durch die Gegend gucken. Das ist nämlich entscheidend gewesen bei diesem Hengst, dass wir ihm Zeit gegeben haben. Dass wir gesagt haben, ist egal. Wir haben auch in den Stallungen den mal hier und da hingestellt, dass er Ruhe hat, ist mit vielen Pferden zusammen. Aber er kriegt jeden Tag kriegt er sein Paddock geschehen. Das heißt, er darf sich auslaufen, austoben. Der Paddock ist groß. So, und das, er verträgt sich sehr gut mit anderen Pferden. Er war ein Banause, aber jetzt ist er ein klein wenig ein zahmer Banause. Albert ist ein Schelm. Und wie sein Vater, Rock Forever, der auch mit der Tochter Holtenbrink fast jede Woche bei uns ist zur Ausbildung, ist praktisch dem wie aus dem Gesicht geschnitten, als er ganz jung war. So, jetzt wollen wir uns an, du reizt hier noch ein bisschen durch die Gegend, damit er nicht alleine ist. Wir haben also jetzt ein 7-jähriges Pferd hier, Scolari ist der Vater, und Rohdiamant aus der Mutterseite. Und geritten wird er von Fabio. So, auch hier müssen wir versuchen, dass wir ein so ähnliches Bild hinkriegen. Und das ist landesüblich. Wenn Sie über die Turnierplätze gucken, da werden die Pferde erstmal so, anstatt einfach mal offen zu reiten. Ich darf das mal sagen, Fabio. Reit ihn mal offen. Offenes Genick, verstehst du? Mach das mal. Lass ihn doch mal nach oben gucken.
So, Vorsicht, nein, nicht wegtreiben, einfach nur nach oben nehmen, führen. Erstmal dem Pferd da mal zeigen, hier oben gibt es frische Luft. So, ganz locker und keine Probleme machen. Wir sind ja hierfür da, dass wir sagen, wir wollen Probleme erkennen, wir wollen aber auch Probleme beseitigen. Wenn Sie so dieses Pferd sehen, dann haben Sie ein Pferd vor sich, oder ich schätze so ein, wenn das am Piaffe Passage geht, können Sie nicht bremsen, weil der einen inneren Impuls hat. Warum wolltest du denn schon weg, Nick? Hat er gesagt, sollst du raus? Okay. Jetzt wollen wir mal gucken, wenn der hier, ist er brav? Ruhig, ganz ruhig. Das habe ich mir nämlich gedacht, ich wollte den so gerne so ein bisschen als Gesellschafter hierbei haben. Es gibt schon mal im Leben, dass junge Wesen ältere beruhigen können, nicht? Schon mal gehört? So, ruhig. Jetzt sieht das ganze Bild für mich freundlicher aus, das Pferd hat die Ohren nach vorne und betrachte hier mal seine Runde. So, und dann braucht das Pferd ein gewisses Maß, hier die Erfahrung aufzusaugen, dass ihm nichts passiert. Das ist so entscheidend. Im Übrigen hat der Fabio gerade seine Bereiterprüfung bestanden. Nicht? Und das mit gut. Er ist im Ausbildungsstall von Heiner Schirgen groß geworden. Und ich muss auch Heiner Schirgen mich bedanken, dass er auch seine Jungs hier zur Verfügung stellt, zu reiten. Es ist nicht immer leicht, nun jetzt sich so einem Publikum zu präsentieren. Und manchmal läuft es auch nicht so, wie das so laufen soll. Aber hier hat natürlich er eine wirklich gute Schule, die eine Grundvoraussetzung für gutes Reiten ist. Aus gutem Sitz immer wieder eine gute Einwirkung. Aber ich sag dir so, Fabio, offenes Genick. Offen reiten, wenn dann hinterher die Versammlung kommt, dann muss man auch ein Pferd schön offen bei sich behalten können. Das Pferd sollte halbe Paraden annehmen, es sollte Paraden gelernt haben. Ein 7-jähriges Pferd, so wie er vom Gebäude ist, so gefällt das mir schon sehr gut. Aber wenn du reinkommst in der Halle und er geht schon gedemütigt durch die Halle, dann ist das nicht so gut. Dann sollte das auch nicht so sein. Dann ist das ein Problem. Wenn man dann ein Pferd wieder nach oben reiten will, dann zuppelt man mit der Hand rum, bis dann auch